fängt ja super an. Ethan ist ein Junge offensichtlich. Habe ich nicht gewusst. Bin ich ganz ehrlich. Wusste ich nicht. Ich weiß natürlich nicht, wonach ich Ausschau halten müsste. Wie ich etwas finden wollen würde. Oder was ich eben überhaupt hier suche eigentlich. Ja, ich weiß, dass ich wahrscheinlich zu den Häusern dort drüben hin muss. Aber warum kann man denn hier hinauf gehen? Und sich diese unglaublich schöne Landschaft anschauen. Aber hier gibt es wohl wirklich nichts. Nichts außer Schönheit der Natur. Scheint wohl so zu sein, dass es hier wirklich nichts gibt. Oder wenn, dann müsste man wahrscheinlich sehr gut suchen. Aber warum hat es dann diese große Fläche zum Herumlaufen? Was ist der Sinn dahinter? Nobody knows. Nobody knows. Schluss finde ich nicht mal wieder den Rückweg. Oder wo ich hin müsste. Hey, irgendwie bin ich jetzt doch schon weiter als gewollt. Es ist offensichtlich doch ein anderer Weg, den man nehmen kann. Ich höre eine Spieluhr. Eigentlich würde man ja dann hier von unten kommen. Ein Flussufer. Na gut, hier gibt es jetzt gar nichts. Das sieht ein bisschen aus wie eine Sägemühle. Oder irgend sowas. Oder ein alter Bahnhof offensichtlich eher. Die Zeit ist ständig lieben auf 5 nach 7. Und hier gibt's keine Geschichte dazu. Niemand weiß, was damit geschehen ist. Was dieser alte Bahnhof auf sich hat. Trains have been through here for a long time. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become, and then remain, the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow.
Ich schätze mal, man muss einfach den Gleisen folgen. Denn hier im Wald gibt es wahrscheinlich nicht einfach so irgendwie was, was man finden könnte. Daher laufe ich jetzt einfach mal den Weg hier entlang. Lausche der Natur und dieser schönen Musik. Und lasse es auf mich wirken. Abgeschlossen. Kein Durchkommen. Es hört wahrscheinlich hier vorne auf, ja. Ich wollte nur mal kurz nachschauen, ob das denn auch so ist. Somit gehen wir gleich hier über diesen Damm, über diese Brücke. Weiter zu verlassenen Häusern. Die Natur. Die unglaubliche Schönheit der Natur. I've seen every version of people hurting each other, hurting themselves. And we blame it on compulsion, selfishness, madness. I suppose the idea is, if you name a thing, you can control it. There are things in this world that cannot be named. Ja, da hat er nicht ganz unrecht. Ich laufe mal etwas schneller. Auch wenn es nicht zur Atmosphäre passt. Aber wir haben ja schließlich nicht den ganzen Tag Zeit. Hier wohnen, alter Schwede. Das wär's. Die Qual der Wahl. Rechts, links, geradeaus. Ich würde sagen, wir gehen erstmal das Haus hier oben anschauen. Was für Geheimnisse das vor sich verbirgt. In sich hält. Und welche Geschichten es erzählt. Beschwöre den Knochenlosen, den einen der Leeren, den Zerstörer der Schiffe und den, den die Winde fürchten. Hört mich, großer Gesandter Fokalor. Ich möchte einen Pakt mit euch schließen, um meine Feinde zu verwirren und meinen Besitztümer zu beschützen. Nutzt die Tore der Verwirrung, um ihr Urteil zu trüben. Versiegelt den Weg mit Falschheit und List. Gewährt nur denjenigen Zutritt, die das echte Innenleben erkennen können. Aglon, Tetragramm, Vaicheon, Stimulamaton, Etzfares, Tetragrammaton, Oliaram, Irion, Estion, Existion, Eriona, Onera, Urasim, Mosum, Mesisas,
Soter Emanuel Sabbath Adonai Te adoro et te invoco. Amen. Ich glaube, das ist Latein. Nehme ich jetzt einfach mal an. Aber ich habe nie Latein gehabt, also keine Ahnung. Hat wahrscheinlich jetzt richtig schrecklich sich angehört. Von daher entschuldigt das bitte. Muss ich jetzt so durch die Tür oder erst oben schauen? I don't know. Alter, was ich nicht gebe, was ich nicht ausgeben würde, für so ein Haus zu haben, mit so einer Aussicht. So, ich soll jetzt hier im... Irgendwie das Haus vervollständigen. Kann man das Buch hier lesen? Nee. Das war falsch. Okay. Wahrscheinlich sollte ich mir das Haus überhaupt erst mal anschauen. Also hier geht's. Hier ist die Treppe rechts. Links ist irgendwie gar nichts. Oben. Das ist einfach der Dachboden. Gut, dann nochmals. Das war richtig. Das scheint auch richtig zu sein. Ziemlich dunkel hier. Dann fehlt uns noch dieser Raum hier. Das war das. Und dann wahrscheinlich auch oben. Okay, hier geht's raus. Von daher könnte das dieser Raum sein. Rechts sind Fenster. Und da wir diesen Raum schon haben,
müsste das dann wohl dieser hier sein. Und hier ist noch nicht der Dachboden. Oder doch? Nee. Shit. Hä? Hat das doch gestummt? Okay, dann geht's hier nach oben. Alter! Boah, das Rätsel. Das Rätsel des Todes. Ich glaube, das war hier, oder? Ja. Hier war das. Hier war dieser Raum. War hier dieser Raum? Ja. Okay. Gut. Hier war das. Dann haben wir... Das ist ein Beistelltisch. Hier haben wir das. Ich glaube, das müsste nicht dieser Raum sein. Ja gut. Sorry, ich check's nicht mehr. Das Rätsel ist nervig, tut mir echt leid. Aber ich check das halt nicht ganz... wie das hier aufgebaut ist. Ich glaube, das ist ja die Tür, wo man reinkommt. Eigentlich müsste ich zuerst hier oben schauen, bevor ich da unten irgendwas mache. Weil wenn es da nicht stimmt, dann bringt mir das auch nichts. Raum hier mache ich die ganze Zeit falsch. Ich denke nicht, dass hier eine Treppe kommt. Wie soll ich wissen, was hier hinkommt? How? Als ob es da irgendwie zwei Treppen nach oben gibt. Logischerweise müsste das hier sein. Okay. Vielleicht haben wir es gleich. Vielleicht. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Hier war